Ja, bei dem Balkan muss ich jetzt mal kurz in meinem wienerischen, schlecht nachgemachten Dialekt switchen, weil das ist ja einfach ein österreichisches Produkt, ja. Ich finde es wirklich leibend, ich finde es richtig schick, ja. Ich finde, ich verstehe auch, dass der schon zwei Designpreise gewonnen hat. Ich glaube, es kommt jetzt richtig frisch im Mai auf den Markt. Dieses Bike, das sieht ja eher aus wie ein BMX-Fahrrad, ja. Das sieht ja nicht aus wie Falt oder ein Klappfahrrad, das sieht ja aus wie ein richtig cooles BMX, das Street Urban Outen Bike, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom Design total klasse, vom Fahrverhalten sehr, sehr sportlich. Ihr seht ja auch hier, ne, der Sattel, der ist ganz schmal, ganz schicko und so. Finde ich auch gut. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich mein Birdie so ein bisschen komfortabler fahre, liegt aber auch daran, ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall, dass ich gerne sehr aufrecht sitze. Ja? Da sitzt du sehr sportlich drauf, sieht auch cooler aus, gebe ich offen zu, passt zu dem coolen Bike. Es hat echt auch ein paar interessante Features. Hier vorne, vielleicht seht ihr das nicht, oder vielleicht seht ihr das hoffentlich doch, hat es zwei Schnellspanner und dann kann man, das mache ich aber später, wenn ich das Bike zusammenklappe, kann man hier die Lenker, ja, die Griffe kann man noch rausziehen und dann ist es noch schmaler zum Zusammenpacken. Es hat auch die großen 20 Zoll Reifen, fährt sich auch sehr sportlich. Es hat auch, wie das Birdie, eine 10-Gang-DOR-Schaltung. Also das reicht total aus, 10 Gänge bei so einem kleinen Fahrrad. Ja, es ist toll, hat Klapppedalen. Sieht alles wie aus einem Guss aus. Hier hinten was ganz Abgefahrenes, zeige ich euch auch später. Da ist ein ganz starker Magnet drin, also hier wird nichts verriegelt. Und das klappt man einfach dann zusammen und der Magnet hält das. Und dann ist neben dem Magneten oder zwischen dem Magneten, weiß ich nicht, wie ich das bezeichnen soll, ist aber auch noch ein Stoßdämpfer eingebaut. Ja, ein Kunststoffelement, was auch dafür sorgt, wie beim Birdie oder wie beim Brompton, dass... kann das mal demonstrieren? Ne, kann ich nicht demonstrieren, so schwer bin ich nicht, dass dann hier auch gefedert wird. Vorne natürlich keine Federung, was heißt natürlich, hat es keine Federung, was auch noch ganz spannend ist, das hatte ich ja vorhin mal gesagt, das Birdie hat ja nicht mal eine Lichtanlage für 2.300 Euro. Das Ding hat eigentlich auch keine Lichtanlage, aber es hat hier zwei total süß und hübsch integrierte kleine Mini-Leuchten, ja. Dann drückt man einmal drauf und dann gehen die an und hier hinten auch noch in Rot. Also als Positionsleuchten lasse ich das mal durchgehen, aber besser als nichts, ne? Ja, also ich kann nur sagen, ist ein schickes Bike. Mir gefällt es, ich finde die Rahmenform wirklich toll. Ja, hier kann man sich sogar auch noch eine Trinkflasche dran machen, sehe ich gerade. Ja, fährt sich gut. Jetzt klappen wir es gleich mal zusammen und ich fahre jetzt nochmal aus dem Bild raus hier. Und es ist nicht schwer, ja? Es wiegt auch höchstens so 12 Kilo. Und ist ein sportlicher Flitzer. Also eins kann ich sagen, ich bin heute wirklich schmutzig geworden, ja. Immer auf die Knie runter. Hier, das ist ja jetzt das wunderbare Velo aus Österreich. Und das hat ja was ganz Besonderes. Da kommen halt die Lenker, ja. Die Lenkerenden, die kann man so rausnehmen. Zwei Schnellverschlüsse. Schaut euch das an. Hier, zack, geht ganz schnell und wunderbar. Die sind nämlich gesichert mit einem Gummiband. Das heißt, es ist wie bei so einem, ja, wie bei so, wenn man ein Zelt auseinanderbaut mit den Alu-Gestänge. Da sind ja auch immer so Gummibänder dazwischen, dann schnupst das ganz schnell wieder zusammen. Ja, Sattelrohr raus. Ich glaube, das ist noch ein Vorserienmodell. Zum Beispiel der Schnellspanner, der rutscht so ein bisschen raus. Ich glaube, das wird bei der Serie dann nicht passieren. Dann seht ihr das hier vorne. Ein Splint, den zieht man hier raus. Seht ihr den, ja? Und jetzt hebe ich das an. Dann müsste das nach vorne schwingen, ja, fast. Ah nee, Entschuldigung. Hier ist nämlich eine, auch noch mal, zeige ich euch gleich. So. Wups, jetzt wird hier hinten der Magnet und hier vorne muss ich das natürlich, wie beim Prompten, mit einer Schraube fixieren und mit dem Splint auch nochmal, also doppelt sichern. Da haben sie aus den 70er Jahren gelernt, nicht nur eine Schraube, zack, das Ding hält
hält auch. Oh, super, oder? Liebe Leute von Velo, ja, ich finde, ihr habt da super Bike gemacht. Das hat da super Design, ja. Ich finde das wirklich totschick. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser Mechanismus, wie man das zusammenklappt, ja, jetzt zeigt das ja auch, ihr habt ja auch so ein wunderbares kleines Video da ins Netz gestellt. Ja, das sieht ja so easy aus, aber so easy ist es nicht, ja. Es ist nicht so easy, ganz ehrlich nicht. Und außerdem euer Splinty-Bär, ja, den ihr hier vorne habt, ich glaube, den löst ihr nie in dem Video. Da klappt ihr vorne und hinten, das geht so fluppidi-fluppi, ja. Aber in Wirklichkeit geht das nicht so fluppidi-fluppi, das ist schon ein bisschen anstrengender. So, jetzt fange ich an. Die habe ich schon eingeklappt hier, eure wunderbaren Pedalis. Jetzt hinten, hops, kommt das nach vorne, ja. Jetzt machen wir das hier los, da kommt nämlich erstmal der Splinti raus. Und jetzt hier die Schraube vorne lösen und dann geht das nach hinten. Und da muss man nämlich schon ein bisschen aufpassen, ja, dass man hier nicht den, das schöne Bike bei euch, ja, das will man ja auch nicht total verkratzen. So, jetzt habt ihr hier den anderen Magneten, den zweiten, dass das Vorderrad da einrasten kann. Das habt ihr auch gut gemacht. Und jetzt machen wir das hier runter. Und dann machen wir das hier zu. Und die machen wir auch noch auf. Rein, raus, rein, raus. Jetzt